Grüß euch, wir ziehen es gleich durch ohne Pause. Voll nicht schlecht. Voll erwischt. Ja. Schau, brauchst du dein Telefon? Patrone, ja. Ich bin der Freeman, das hat eh schon gesagt. Ich weiß nicht, ob jeder weiß von euch, was das bedeutet. Ich möchte das kurz erklären. Alles Gute steht da und deswegen werden wir das gerade brauchen. Wir leben gerade in sehr spannenden Zeiten und wir werden in Zukunft sehr viel mit uns selber zu tun haben. Und das sind wir nicht gewohnt. Und da brauchen wir alles Gute. Außerdem hole ich dieses alles Gute, was man normal zum Geburtstag hört, einfach um klar zu machen, dass man euch zum Geburtstag was geschenkt hat, ohne dass man euch dafür gratuliert. Also man hat es nicht erwähnt, dass es ein Geschenk ist. Das hole ich auch noch mit dem. Ja. Ich erkläre den sogenannten friedlich-liebevollen, nicht-kooperativen Weg zur Erfreiung. Erfreiung deswegen, weil Befreiung eine Illusion ist. Das erkläre ich später, wenn wir über Sprache kurz ein bisschen plaudern. Zu mir. Johannes Ewald Kreisel, so haben mich meine Eltern genannt. Johannes, weil es cool klingt. Ewald hat mein Vater schon geheißen. Und Kreisel haben es auch geheißen. Am 14. November 1970. Wir sind Christen in Biologie, wenn die Biologie irgendwas mit Kreisel aufgesagt hat. Da habe ich gedacht, ich bin dran, ich muss aufstehen. Ich bin in römisch-katholisch getauft, ich war in der Volksschule, habe eine Vorgabeprüfung, Freischwimmerausweis, ja, da kann jetzt jeder von euch so seine persönliche Geschichte mitnehmen, weil jeder hat so irgendwelche speziellen Errungenschaften. Führerschein AB, ich war im Bundesheer, bin verheiratet, habe drei Kinder, zwei Hunde, drei Rosenmäher, vier Vorradl und was immer so ist, ist egal. Jetzt kommen wir zum Wichtigen. Ich gelte als österreichischer Staatsbürger, habe eine Steuernummer, so wie jeder von euch, eine Sozialversicherungsnummer, eine Kontonummer, eine Versicherungsnummer, Telefonnummer, Hausnummer, alle möglichen Nummern. Und ich habe Verträge mit allen möglichen Institutionen, so wie jeder von euch. Laufen tut das alles unter meiner sogenannten natürlichen Person. Die hat eine Nummer, 2057-1970, ist meine Person, mit der Sozialversicherungsnummer 4385, mein Geburtsdatum. Und auf dieser Person liegen jetzt alle möglichen Rechte und Pflichten. Das weiß man ja. Der Staatsbürger hat Rechte und Pflichten. Zum Beispiel, mir ist gerade das eine Recht eingefallen, Wahlrecht, sonst haben wir nur Pflichten eingefallen. Aber es gibt schon noch mehr Rechte. Wie unser Welt aufgebaut ist, weil es betrifft jeden Einzelnen von euch genau gleich. Es stehen ja nur halt andere Zahlen da und so, andere Errungenschaften. Diese Person wird verwaltet von der Republik Österreich, diese Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und diese Republik Österreich, wir glauben, das ist das Land und so weiter, das ist verwaltet uns, organisiert uns, macht die ganze Infrastruktur, Schulen, Universitäten, Bundeswehr, Zivildienst, Müllabfuhr, Kanal, Wasser, Strom, alles. Und dafür zahlen wir alle gemeinsam zusammen. Das nennt sich Steuer. Ein Teil davon wird verbraucht eben, ne, für das System selber, das ist auch verständlich. Und der Rest wird verteilt. Super. Das Ganze läuft unter dem Namen Rechtssystem. Und da drin sind diese ganzen Gesetze versteckt. Und das, was da unter dabei steht, Staatsgewalt. Das heißt, dass die Republik die oberste Gewalt gekriegt hat. Weil die Staatsgewalt geht ja vom Volk aus, heißt es. Und die Republik hat es jetzt. Das heißt, ja, das heißt Monopol auf Gewalt, das ist mir ganz wichtig. Das muss ich auch für mich dazu sagen, nicht, dass ich mir glaube, ich bin so ein Undercover-Terrorist. Dass das Monopol auf Gewalt beim System liegt, ist ganz, ganz wichtig. Das Problem ist, dass man dabei nicht versteht, dass man automatisch nicht gegen sein System mit Gewalt vorgehen kann. Weil das System natürlich die besseren Waffen hat. Immer. Und das will ich auch so. Das ist ganz wichtig. Allerdings, die Frage ist, gegen wen diese Waffen gerichtet sind, wenn es überhaupt Waffen braucht. Das ist ein eigenes Thema. Also, Gesundheit, System, ja bitte. Ganz, ganz wichtig für mich.
Und jetzt schauen wir sich unser System kurz an. Ich fliege ein bisschen durch die Präsentation durch, weil es schon so spät ist. Unser System, kleiner Einblick, was wir so dann auf der Welt, weil es geht uns alle so gut, ne? Und das Gemeine ist, man sieht das normal nicht. Das wird von uns versteckt. Ja, irgendwie sind wir ja alle verantwortlich dafür. Das ist unser System, was wir da sehen. Das sagt uns jetzt, dass ich ja nicht der Einzige bin mit euch, sagen wir jetzt, sondern die ganze Welt steht auf der Straße. Alle demonstrieren es irgendwie. Jeder sagt, hey, spielt ihr alle. So können wir nicht weitermachen. Soll ich? alle demonstrieren es für irgendwas. Und jeder will offensichtlich irgendwie das Gleiche, dass es so nicht weitergeht wie bisher. Dass es uns alle ein bisschen besser geht. Meine Vision war ja, ein Grinser auf dem Gesicht von jedem einzelnen Menschen den ganzen Tag. Das war so meine Vision. Oder? Das wird zwar auch schön. Ja. So soll es sein. Und das war eigentlich möglich, mit freier Energie und so, ne? Jetzt brauchen wir uns nichts mehr. Einfach sein, den ganzen Tag und nur grinsen. Das hätten die alle gern, sag ich. Aber irgendwas passt doch nicht. Nämlich, unsere werten Herren Angestellten verprügeln uns mit den Uniformen und mit den ganzen Werkzeugen, was wir einer kaufen. Ich bin am Samstag und Wien gefahren und da war ja auf Ö1 irgend so ein Guru von irgendeiner Sicherheitspolizeidirektion und der hat erzählt, dass Österreich die State-of-the-Art-Ausrüstung hat, das ist die Cobra, mit dem Wahnsinnigen da in Niederösterreich. Ne? Die Cobra hat State-of-the-Art-Ausrüstung, ist natürlich nicht schlecht ausgerüstet. Und alleine die schusssicheren Westen haben Millionen von Euro gekostet. Ja. Wahnsinn! Ja, ich habe keine Ausrüstung, was Millionen von Euro kostet. Und ich auch nicht. Und wir zahlen das für irgendwen, dass er sich vor irgendwem schützt, der paranoid ist. Ist alles strange. Wie gesagt, die verprügeln ihre eigenen Leute, misshandeln es, verschleppen es, verhaften es, verletzen es. Und ich finde das nicht okay. Da ich der Meinung bin, dass Griechenland und Portugal, Spanien und so weiter, dass die nur ein bisschen weiter vorn sind, da brauchen wir nur auf die Staatsschulden schauen, werden wir, wenn wir doppelt so viel Schulden haben wie heute, und da geben wir uns einfach nur ein paar Jahre, dieselben Verhältnisse haben in Österreich. Die Frage ist, ob die eigene Polizei dann auf uns schießt oder nicht. Das ist die Frage. Und wie gewaltbereit wir sind. Das können wir nicht verhindern, dass wenn es so weitergeht, dass das irgendwann bei uns zu ist. Daher? Bitte? Genau, da haben sie, wir haben sie die Eurogent vorher erfunden, damit die Polizisten austauscht werden, die Hemmungen ein bisschen niedriger sind. Aber das möchte ich alles sein. Nein, danke. Wobei ich natürlich für ein System bin. Weil es interessiert mich ja nicht, dass ich mich darum kümmere, dass da draußen der Schnee krank ist. Ich möchte grinsen den ganzen Tag. Also das organisieren wir uns bitte, ist überhaupt kein Problem. Soll man sagen, irgendwie geht es, aber so geht es nicht weiter. Also nicht für mich. Fragezeichen. Was rennt falsch? Nicht, was muss ich sagen. Was rennt falsch? Genau, ich habe da einen aktuellen Screenshot erinnert. Das ist top aktuell. Jeder Österreicher hat zurzeit, wenn er arbeitet, also jetzt auf die Arbeit der Bevölkerung achtet, 55.000 Euro Schulden. Auf alle Österreicher achtet 31.203. Und jede Stunde macht Österreich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, jede Stunde, die vergeht, kommt 1 Million Euro Schulden dazu. Ist geil, oder? Jede Stunde. Da sieht man es nämlich schön, man hört über Österreich oder eine Staatsverschuldung von 240 Milliarden Euro, sagt's, ne? Da stehen 232 Milliarden. Aber da sieht man die Zahl schön. Bitte, 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 tatsächlich Anwohner, statt Milliarden Euro, vergesst Milliarden,
die Zahl, also den, das Wort gibt es nicht mehr für euch, sagt 1000 Millionen. Das ist viel geiler. Aber es ist auch griffiger. 1000 Millionen. 232.000 Millionen Euro. Also fast 233.000 Millionen Euro. Das haben wir Schulden. Und dafür zahlen wir im Jahr fast 10.000 Millionen Euro Zinsen. Milliarden ist, müsst ihr vergessen, das Wort gibt es nicht. 1.000 Millionen. 10.000 Millionen Euro Zinsen. Und sie haben uns früher schon gefragt, ob wir ein Bundesheer holen oder nicht, und das kostet eh nicht 2.000 Millionen. Und dafür zahlen wir 10.000 Zinsen, jedes Jahr. Also irgendwer spinnt da. Sie wollten mich schon in die Psychiatrie schicken, ich glaube, ich bin es nicht, der spinnt. Das liegt, der hat der Jean Sauchet so schön gesagt. So. Danke. Jean. Es liegt am Geldsystem. Ihr braucht es nicht mehr weitersuchen. Es liegt am Geldsystem. Sollte der Politiker herin sein, es ist das Geldsystem. Und wie ich da drauf gekommen bin, das ist immerhin schon ein wenig länger her, wissen Sie, 14. März voriges Jahr, da habe ich kapiert, dass ich so nicht weiterbilden kann und habe die Erklärung zum Freeman abgegeben. Ich habe es genannt, eine staatliche Verständniserklärung, also meine Sicht der Dinge und Rechtsanspruchserhebung. Und ich habe da zwei Fehler gemacht. Ich nehme die Fehler gleich vorweg, weil wenn heute einer das schreibt, soll er es anders nennen. Erstens einmal erklärt der Mensch nichts an Eides statt. Der Mensch leistet ein Eid. Sie müssen eigentlich heißen, eidliche Verständniserklärung. An Eides statt kann nur eine juristische Fiktion was erklären. Wir leisten ein Eid. Und das Zweite ist die Rechtsanspruchserhebung. Das ist ein schwerer Fehler in der Formulierung. Das erkläre ich nachher. Ich lasse mich immer mit dem Eidesstattliche. Fünf Seiten habe ich geschrieben und da steht in Kürze drauf, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ein paar werden es kennen. In Kürze steht da drauf, an den Bundeskanzler, an den Landeshauptmann von Oberösterreich, an die Innenministerin und an den obersten Gerichtshof. Ich erkläre hiermit, dass meine Person nicht mehr zur Verfügung steht, weil das alles ein Wahnsinn ist. Und wenn wir so weitermachen, geht das alles in die Woche runter. Und ich nehme mir gewisse Sachen heraus, dass ich einfach tue, zum Beispiel, dass ich in Frieden und Liebe mit meiner ganzen Umwelt lebe. Das habe ich mir, das Recht habe ich mir ausgenommen. Und auch zum Beispiel, dass ich Job und Gesundheit und dass ich Holz sammle und lauter solche Sachen. Ich habe da nur meine Stundensätze eingeschrieben für den Fall, dass jemand mit mir Verträge machen will. Geschäfte machen will. Und habe unterschrieben mit drei Zeugen und habe sie ihnen geschickt. Ich habe eingeschrieben, wir haben 10 Tage Zeit zum Reden, falls irgendwer diskutieren mag über meine Stundensätze. Aber es ist nichts gekommen und daher sage ich, ich habe eine Vereinbarung mit der Republik Österreich. Ich habe eine Vereinbarung mit der Republik. Aber die haben es nicht kapiert. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Das ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Das ist nur kein Geschäft, das ist eine Vereinbarung. Ich habe eine Willenserklärung bzw. Verständniserklärung abgegeben und habe gesagt, wer anderer Meinung ist oder reden will, kann sich melden. Und Stillschweigen bedeutet, das wissen wir alle, weil wenn wir uns nicht melden, wissen die anderen auch, dass das dann gilt. Dann gilt das. Bingo aus. Ich habe dann eine Facebook-Seite gegründet, damit alle das wissen können. Und alle waren vor ein paar Monaten 783 Leute. Heute sind es 1300 irgendwas. Fast verdoppelt. Und ich lade jeden ein, dass er sich das anschaut und durchliest. Da stehen oft recht interessante, neue Erkenntnisse drinnen. Oder sonst kritische Gedanken. Oder schöne Lieder. Oder irgend sowas. Also die Erfahrung ist der Verfassungsschutz, und das sind ja alles scharf monitioniert. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Ich weiß nicht, ob einer erwähnt sitzt. Wenn er sich traut, aufzeigen. Wo ist der Verfassungsschutz? Weiß ich nicht. Okay. Macht nichts, ist auch ein Mensch. Ja, und der ist genau gleich wie ich, nicht weniger, nicht mehr. Ich will mich auch nicht über diese Menschen stellen. Nur, die haben alle ein Problem. Weil sie nicht wissen, ah, da ist er. Ich wollte nur sagen, wenn er etwas im Verfassungsschutz ist, vor dem müssen wir wahrscheinlich gar keine Angst haben, weil in der Verfassung gehören so viele Sachen drinstehen.
Wir kommen nur vor, die Gesetze hebeln so alle Verfassungssachen aus, weil sie mehr ins Detail gehen. Du hast sicher recht, die Verfassung war ja von Grund auf sicher nicht schlecht, so wie unser Staatsgrundgesetz nicht schlecht war. Was aus dem Jahr 1897 oder so ist. Allerdings behaupte ich, dass Österreich gar keine gültige Verfassung hat. Nach der Recherche, die ich jetzt da betrieben habe, sage ich, Österreich hat gar keine Verfassung. Österreich hat ein Bundesverfassungsgesetz. Die Frage lautet, welche verfassungsgebende Gewalt hat es da gegeben, dass ja überhaupt ein Gesetz verabschiedet werden hat können? Also nicht verfassungsgebende Gewalt. Welche Institution hat ein Gesetz verabschieden können? Das heißt Bundesverfassungsgesetz. Wo war die Legitimation für diese Tat? Wo ist die Verfassung dafür? Österreich hat ja einen Staatsvertrag. Frage 1, warum liegt der in Moskau? Frage 2, mit wem macht man vielleicht einen Vertrag, wenn man einen Staat gründet? Normal erklärt man das. Ne? Man sagt, ich bin jetzt ein Staat, fertig, ich bin souverän. Aber Österreich hat einen Vertrag mit wem? Wer erlaubt das? Weißt, also das ist alles ein bisschen komisch. Die ganze Geschichte, die wir gehört haben, vergessen wir einfach. Weil keiner kann sagen, was jetzt wirklich ist. Ich war beim obersten Verfassungsdienst in Oberösterreich, ich habe mir einen Termin geben lassen, beim höchsten Juristen im Land. Ich sagte, die brauchen Spezialisten, war einen Termin. Bin da hingefahren und habe ihm ein paar Fragen gestellt. Und der hat zwei, dreimal sagen müssen, ich weiß es nicht. Was? Ja. Die lernen das nicht. Die fragen sich das auch nicht, weil innerhalb ihrer Konstruktion funktioniert das. Und sobald er aussteigt, passt das nicht mehr zusammen. Das heißt, die Scheuklappe ist da. Und nicht einmal unser oberster Verfassungsdienst, der eigentlich ja darauf schaut, dass der Landeshauptmann keinen Blödsinn macht, das ist ja das Landtagspräsidium, der Verfassungsdienst, die wissen das nicht. Ja, aber ihr wisst es gleich. Ich habe mich interviewen lassen von einem Freund, weil ich mir gedacht habe, wir müssen darüber reden, damit ganz viele Leute Bescheid wissen. Und es werden eh wirklich immer mehr. Das Video haben jetzt, glaube ich, bis ich 20.000 Leute oder so gesehen. Das gefällt mir voll, weil einfach das Wissen sie verbreiten. Der Titel ist fundamental wichtig. Wir sind keine Personen, wir haben Personen. Genau. Und jetzt möchte ich ganz kurz aussehen. Ich mache es eh relativ kurz, hoffentlich. Wer weiß, was das ist? Das ist ein Foto von uns. Foto von uns. Und zwar aus einer Entfernung von ca. 4 Milliarden Meilen. Und da geht es dann eigentlich eh um nichts mehr. Gut, da relativiert sich dann ganz viel. Ob jetzt die Nachbarin ein Vogel hat oder. Es ist eigentlich wurscht. 4.000 Millionen. Und um das geht's, liebe Leute. Finde ich. Wir fliegen auf einem Planeten, der rund ist, fast einmal im Jahr, alle gemeinsam rund um unsere Sonne. Ist das geil? Mit über 108.000 km/h. Das ist eine Milliarde Kilometer. Jedes Jahr. Ist der. Und keiner von uns, passt auf. Ich meine, ja, es ist jeden einmal schwindelig und so, genau. Aber keiner von uns ist sich dessen bewusst, was da passiert. Wie, weißt du, wann ist gerade? Wann ist jetzt gerade? Keiner weiß, wann ist jetzt gerade. Manche verstehen die Frage nicht. Aber wann ist jetzt gerade? Wann ist denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Das ist rundum schwarz. Was ist? Das ist alles sehr subjektiv. Genau. Und mein Anspruch, wie gesagt, wenn es den ganzen Tag ist, wenn wir schon 7 Milliarden verschiedene Realitäten haben, die miteinander einmal im Jahr und um uns anfetzen, und dabei sind nur mit 1600 km/h mit Quartal im Kreis dran. Bei uns sind ca. 800 km/h. Die Sonne geht bei uns deswegen unter, weil wir uns mit 800 km/h wegtragen. Das ist irre, eigentlich. Und ich hätte ganz gerne einen Vergnügungspark, weil wir einfach cool sind. Der Mensch, wir haben so viele klasse Sachen erfunden. Stellt sich vor, ich meine, jeder hat was anderes an. Brühen, Dings, Frisuren, Scheren, alles gemacht. Jedes Ding ist eine Erfindung der Menschheit. Auf der Suche nach der Lösung von einem Problem gibt es Erfindungen. Es gibt keine einzige Erfindung, denkt einmal darüber nach. Es gibt keine einzige Erfindung, die nicht dem Erfinder dient.
Bombe. Wenn die Erfindung nicht dem Erfinder dient, funktioniert es nicht. Dann erfindet er weiter oder er lässt es. Aber die Erfindung muss dem Erfinder dienen. Egal wie. Selbst wenn ich der Erfinder bin und ein bisschen crazy bin und ich möchte erhoffen, dass ich euch schaut, dann funktioniert die Waffe auch für mich, weil es mir dient. Auch wenn es eine schlechte Erfindung ist. Die Erfindung muss dem Erfinder dienen, sonst gibt es nicht. Und unsere Welt, unsere Gesellschaft, unser System ist eine Erfindung der Menschheit. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man es entweder lassen oder weiter erfinden. Und das tun wir gerade. Wir lassen es und erfinden es nicht. Weil wir haben keinen Vergnügungspark, sondern ich sage, wir haben ein Zwangsinternierungslager in verschiedenen Sicherheitsstufen, Teilanimation und Taschengeld. Taschengeld deswegen, das haben wir in Zypern gesehen, du kannst gar nicht so viele Tausend auf der Bank haben, du kriegst in der Woche 300 Euro. Das ist Taschengeld. Und das, was die werten Herren Finanzminister und Frauen beschlossen haben, dass jetzt die Bankenrettungen in Zukunft nur mehr von den Gläubigern und Eigentümern von den Banken gezahlt werden muss und nicht mehr vom Steuerzahler, passt auf Deutsch, dass wir jetzt in ganz Europa zypriotische Verhältnisse haben. Weil die Gläubiger von Banken, wer ist das? Das ist jeder, der einen Kontostand hat, der ein Plus ist. Weil ein Kontostand im Plus ist nichts anderes als eine Forderung in Geld gegen die Bank. Das ist eine gebuchte Forderung gegen die Bank. Damit bist du Gläubiger von der Bank. Das haben wir uns jetzt einreden lassen, dass das gut ist. Und in Zukunft werden sie uns einfach, wenn die Banken schlecht dran sind, wie in Zypern 30% von unseren Guthaben anzwicken und sagen, Gläubiger haben zahlt, passt. Darf ich dazu kurz noch sagen? Bitte. Mir ist die letzten Monate aufgefallen in Frankfurt und Umgebung, dass teilweise das Geld schon zurückgehalten wird. Also Bankomaten kriegst du nicht mehr 400 raus, sondern nur noch 300. Mhm. Und ich habe ein paar so Gespräche zufällig mitgekriegt, Post oder Bank, wo eine Dame ihr Geld haben wollte, das am Konto ist, die hat das nicht bekommen. So, Wahnsinn, du musst sofort die Polizei holen. Sofort die Polizei holen und bitte nicht mehr auf die Bank. Das ist ja eine Angst von Massenbewegungen, aber der Typ muss ja. Was muss? Die Polizei holen. Zur Bank gehen. Also, das ist meine Forderung gegen Geld. Dem sehr gut. Jetzt sofort. Ich vertraue euch nicht mehr. Ich stelle die Forderung fällig, geht sofort. Das machen ja die Banken mit uns genauso. Geht einmal morgen auf Bank mit dem Schreiben vom Hörmann, bitte, das sollte jeder tun. Geht das auf YouTube, oder? Wenn du es möchtest, ja. Geht auf die Bank mit dem Schreiben von Franz Hörmann, 22 Seiten PDF, wo er erklärt, dass Banken keinen Schaden erleiden, wenn wir unsere Kredite nicht zurückzahlen. Nehmt das Schreiben, fragt den Banker. Was heißt denn das? Heißt das, ich brauche jetzt nicht mehr zahlen? Ich wette, dass jeder den Kredit am nächsten Tag fällig gestellt hat. Und 3 Wochen später oder ein Jahr später ist es einfach versteigert. 100%. Und deswegen müssen wir jetzt so viel wie möglich auf die Banken gehen und sagen, hey, ihr spielt es alle, ihr betrügt uns. Das ist ja kein Gag, das ist der Jean hat gesagt, bitte da erschießen Sie Leute oder andere. Das ist nicht mehr witzig. Und je erwachsener wir sind und je mehr Leute erkennen, wie mächtig der Mensch ist, im Verhältnis dazu, wie ohnmächtig die Personen sind, umso schneller ändert sich das. Was soll jetzt denn passieren? Das ist alles Illusion. Wir haben niemals Geld von den Banken gekriegt. Es war immer unser Geld. Wir haben das versprochen. Ich glaube, es ist besser, wir drucken 1000 Euro Scheine und gehen auf die Bank und tauschen es um auf 100. Das ist eine super Idee. Ich habe unbedingt, glaube ich, mir einen 35-Euro-Schein postet. Was wären es? 50-Euro dazu meist auf einen steirischen 500. Ja, genau. Eben, es funktioniert nur, weil wir daran glauben. Mhm. Allerdings ist Geld, ich will nicht gegen Geld reden. Geld ist super, weil es kann das, was wir alle wollen. Sobald man es in der Hand hat, kann man das machen, was man will. Alle glauben daran, es funktioniert, wir tauschen da Zeit. Eigentlich, das tut der Kunde gleich, wir tauschen Zeit, wenn wir Geld tauschen. Wir müssen nur die Zinsen vom Geld wegtun. Geld ist super, Zinsen sind böse. Der Mensch in seinem Wahnsinn hat nicht verstanden, dass er auf der einen Seite Bewohner des Planeten Erde ist
und gleichzeitig in Form seiner Personen gegen sich selbst und den Rest vom Planeten spielt. Das Dumme dabei ist, dass der Planet linear wächst und sehr begrenzt ist. Die Ressourcen sind eindeutig limitiert. Das wächst auch nicht. Ressourcen wachsen nicht. Die richtigen Ressourcen. Ich meine, Baum schon. Diese Energieformen. Hört mal. Fossile. Fossile? Nein. Aber sogar Erdöl wird ja immer mehr. Und Erdgas ist ein Stoffwechselprodukt. Dieses Wort, wo man glaubt, es wächst wieder noch. Erneuerbare Energie, danke. Erneuerbar. Ist auch arg, wer tut denn das? Ne? Wer erneuert das? Erneuerbar. Die Natur. Das geht von selber, genau. Das heißt, wir sind eigentlich Erneuernde passen. Erneuerbar. Der Planet ist begrenzt. Und das System, das wir spüren mit den Personen drinnen, das wächst aufgrund vom Geldsystem, wo wir Zinsen haben, logarithmisch, exponentiell wachsen. Und das Bild sagt uns, warum jeder Politiker darauf hinweist, dass wir für System Wachstum brauchen und gleichzeitig beim Planeten sparen müssen. Aber sie verzöhnen uns nicht, dass es um zwei verschiedene Aspekte geht. Auf der einen Seite der Mensch als Lebewesen und auf der anderen Seite die Person als Spielteilnehmer. Wir müssen verstehen, dass das nicht dasselbe ist. Wir glauben das nur, dass wir Personen sind. Aber wir sind nicht unsere Personen. Und deswegen müssen wir, der einzige Weg, wie wir das ändern können, ist, dass die Person da nicht mehr das Wachstum generiert. Dass man einfach keine Zinsen mehr leisten. Weil Zinsen Illusionen sind. Sprache macht frei. Das ist so mein Thema irgendwie. Ich bin ja Künstler, Komponist, Autor und alles. Und bin irgendwann da reingekippt in dieses juristische Wörterbuch und bin draufgekommen, wie wir betrogen werden. Es ist die Sprache. Deswegen möchte ich ganz kurz einen Ausflug machen, dass jeder weiß, wohin der Schuss geht. Unsere deutsche Sprache ist ja so gescheit. Sie arbeitet sehr intensiv mit Präfixe und Suffixe. Unter anderem. Und das Präfix zum Beispiel heißt RB, Entferzer und nun ganz viele andere. Und das hängt immer vor einem Wort. Jeder von euch kennt diese Worte. Und der Suffix ist halt hinten. Prä, das weiß man, ist vorne und Suff ist hinten drauf. Oder? Nur bitte macht euch Gedanken darüber, was diese Präfixe und Suffixe als gespeicherte Modulation mitbringen. Jedes von diesen Elementen in der Sprache tut was. Zum Beispiel das Präfix B, das verändert ein Wort immer in dieselbe Richtung. Zum Beispiel finden oder suchen oder kommen. B macht was anderes aus dem Wort. Jeder kennt die Grundbedeutung von finden. Finden, das, was das tut, weiß jeder. Aber was macht B finden aus dem Wort finden? Wo ist der Unterschied von vorher? Oder B suchen, B kommen, B freien. Wo ist der Unterschied zu dem anderen Wort? Und da ist die Bedeutung drin, was das Präfix aus dem Wort macht. Genauso wie R. R finden. R bitten, R kämpfen, R ringen, R suchen. Was heißt das? Was macht R aus einem Wort, was eh klar war eigentlich? Macht sich einen Gedanken und so. R. Wer sich ein bisschen mit Ägypten beschäftigt hat, der kommt drauf. Ägyptische heilige Silbe für Gott und Sonne und Licht, Ra. Und R ist nichts anderes als Umdraht. Die spüren sie da mit Dings und das ist eine heilige Silbe für Göttlichkeit. R. Und heißt auf Deutsch nichts anderes, dass alles, was R bedeutet, kommt aus uns raus. Ich will fast sagen, göttlich schöpferisch, fast mit einer gewissen Absicht. Ja, recht. Kommt unter den Top 5. Mir gefällt am besten immer noch Herr trinken. Herr stinken ist er, ja. Also, Herr trinken heißt auf Deutsch, wir machen das selber. Wir sind es. Herr stinken, Herr trinken. Herr trinken ist nichts Passives. Herr trinken ist was höchst Aktives.
Das ist was göttlich Schöpferisches. Mach das tut's. R. B. Und deswegen sage ich, es gibt keine Befreiung. Weil das liebe B vor einem Wort braucht meiner Meinung nach, und ich bitte jeden darüber nachzudenken und mir es zu widerlegen, B braucht ein Objekt, wo das hinkam. B suchen, B finden, beobachten, bekommen, da bin ich das Objekt, oder wer? B. Es geht immer wohin. R kommt außer und B geht wohin. So wie End auseinander tut und Fer zusammen tut. Und Zer wieder auseinander tut. Denkst du darüber nach, unsere Sprache ist voll gescheit. Wir reden die ganze Zeit mit diesen Worten und das meint das wirklich. Wir schmeißen uns da Informationen zu, die in dem Wortcontainer versteckt sind. Befreien. Wir warten, die ganze Menschheit wartet auf Befreiung. Weil man uns eingeredet hat, dass der Gott da draußen ist, oder die Außerirdischen kommen, oder die heilige galaktische Konföderation kommt, oder die Reptilwesen kommen. Irgendwer kommt und befreit uns oder nicht. Das Wort, das ich erfunden habe, heißt in dem Fall Erfreiung. Und jetzt versteht ihr warum. Erfreiung, das passiert von selber, das kommt von innen. Das ist ein Das machen wir doch. Ah, besser ist es. Genau, das geht jetzt so weiter. Die ganze Sprache ist so aufgebaut. Zum Beispiel Gesellschaft, Belegschaft, Bruderschaft, Mutterschaft, Bereitschaft. Was macht Schaft aus dem Wort? Schaft, was tut das? Denkst du darüber nach? Ich will nicht alles verraten. Gemeinschaft. Ja, da ist schon drinnen, ne? Bürgschaft. Schafft. Es ist immer das. Denkt einmal darüber nach, wenn es ein Ausländer, wenn man eine Sprache so lernt, dass man nur die Bedeutungen der Süden lernt. Du kannst auf einen Gläscher 2000 Worte. Weil du einfach nur weißt, was die Süden aus dem Wort, aus dem Rest macht. Bitte? Das Schafft hat was mit Zwang zu tun. Ich würde es nicht Zwang nennen. Weil die Macht, die zwingt, nicht definiert ist. Schafft ist für mich sowas wie eine Verknüpfung. Eine Verbindung. Ob es jetzt in gleicher Absicht oder in gleicher Situation ist, kann man nicht sagen. Weil zum Beispiel Mutterschaft ist was anderes wie Bruderschaft. Ja. Weil die Mutterschaft heißt, ich habe ein Kind und der Bruder ist dieselbe Hierarchie. Also da sind wir gleich. Die Gesellschaft ist gleich. Da sind wir lauter Gesellen. Was ist ein Geselle? Genau, aber es ist für mich ein Zustand oder Absicht. Ein Wirken, ein gemeinsames. So irgendwie kann man es vielleicht Zustand beschreiben, Schaft. Oder ist auch super. Kreuzung, Lenkung, Heizung, Umgebung. Das sind lauter Ungs. Was ist um? Verwirrung. Genau. Achtung. Die Folge ist irgendwas. Ja, das dauert jetzt lange, aber das philosophieren wir, weil da so jeder so viel Gedanken hat. Macht euch bitte eure eigenen Gedanken zu dem, was unser Spruch tut. Ich möchte euch da nur darauf hinweisen, dass unser Spruch so denkt. Und der Rest passiert im Auto. Jetzt kommen wir zur Auflösung von unseren Problemen. Wir leben ja in einem sogenannten Rechtssystem, das uns von klar auf als gut verkauft worden ist. Und ich sage, Lüge. Das Rechtssystem ist der Grund allen Übels. Um nicht zu sagen, das Werkzeug allen Übels. Man darf das nicht laut sagen und man sollte es auch natürlich nicht im Internet hören, aber jetzt ist es Spott. Das Rechtssystem ist nichts anderes als ein riesengroßes Märchen. Stellt sich aber Folgendes vor. Das ganze System, jeder Beruf, jeder Beamte, jede Befugnis, jedes Verbot, jedes Gebot, alles was erlaubt ist, alles was nicht erlaubt ist, das muss wo stehen. Und wenn es nicht steht, dann gibt es nicht. So einfach ist es. Das heißt auf Deutsch, wir leben in einem riesengroßen Märchenbuch. In einem riesengroßen Buch. Ich habe draufgeschrieben, Corpus Delicti.
drinnen ist das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Einführungsgesetze, ABGB und Bundesverfassungsgesetz. Das ist ein riesengroßes Märchenbuch. Nichts anderes. Das sind nur Worte auf Papier. Ja, okay. Ich meine, da stehen Regeln drin, finde ich super. Aber die meisten davon, muss man sagen, wer hat sich das ausgedacht? Und vor allem, warum hat sich der was ausgedacht? Das ausgedacht. Mit welcher Absicht oder unter welchem Zwang? Weil das unser System ein riesengroßes Problem hat, das wissen wir eh. Nämlich Zinsen. Das ist eine Folge von Zinsen. Wachstum ist eine Folge von Zinsen. Diebstahl ist eine Folge von Zinsen, was du mich fragst. Deswegen haben die Regierungen eine große Angst vor der Arbeitslosigkeit. Ja, da haben die Leute selbst nachdenken. Ja. Unser System ist eigentlich, das sage ich nur mal ganz laut, eine super Idee. Ja. Aber eindeutige Themenverfehlung. Ich möchte schnell den Paragraph 16 ans Herz legen, weil er euch unheimlich unterstützen wird in eurer persönlichen Erfreiung. Paragraph 16 vom Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch in Österreich, bitte, das ist der Kodex vom österreichischen Recht, die Basis von jedem Gesetz. Darüber gibt es dann nicht mehr viel für so einen Österreicher. Und da steht drinnen, Paragraph 16, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Und der zweite Satz, dass Sklaverei und Leibwirtschaft verboten ist, das steht da drin. Bitte, was ist ein angeborenes Recht? Super Frage. Ja, also. Super Frage. Was ist angeborenes Recht? ihr wisst ja, oder vielleicht nicht, ich weiß nicht, es kommt nachher, aber nachher, nicht so gut. Dass jeder Mensch als Person betrachtet wird, haben wir gerade da gelesen. Aber was ist eine Person? Die Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Das ist die juristische Definition von Person. Person bist du, wenn du Träger von Rechten oder Pflichten sein kannst. Also, das System bezeichnet uns als Personen deswegen, weil wir was können. Nämlich Rechte oder Pflichten tragen. Nur dann kannst du Person sein. Und jetzt schenkt uns das Person, schenkt uns das System, das steht in § 28, den vollen Genuss, bitte sehr, das muss man sich auf der Zunge gehen lassen, den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte erwirbt man durch die Staatsbürgerschaft. Und die Staatsbürgerschaft, die wird uns in unserem Land geschenkt, mit der Geburt. Und deswegen hast du angeborene Rechte. Verstehst du? Wow. Die Staatsbürgerschaft, keiner fragt uns. Keiner fragt uns, ob wir Rechte wollen. Sondern die schenken uns Rechte und tun so, es war nicht gut, weil wir glauben alle, früher haben wir Filme gesehen, als Kassen, sie haben das Recht zu schweigen, so im Schwitzkasten, sie haben das Recht zu schweigen. Und wir haben alle geglaubt, ach super, dass er nichts sagen braucht. Das tue ich auch mal. Ich sage auch nichts. Aber sobald wer zu mir sagt, sie haben das Recht zu schweigen, muss ich ganz laut schreien und sagen, bitte nicht, kein Recht, ja kein Recht. Aber man hat keine Pflicht. Von Pflichten steht da nichts. Von Pflichten steht da nichts. Das ist das Interessante. Dass da nur, wir sind nur deswegen Personen, weil wir Rechte haben. Die Person ist zwar ein Wehrträger von Rechten und Pflichten sein kann, aber es kommt auch zurück, dass wir nur wegen unserer Rechte versklavt sind. Nicht wegen der Pflichten. Weil eine Pflicht, was ist eine Pflicht? Pflicht hat man nur sich selbst gegenüber. Eine Pflicht, wie er, das kommt aus mir. Eine Pflicht kann nur aus mir rauskommen. Eine Pflicht von außen, die heißt nämlich Zwang. Die betrügen uns. Also mit Sprache betrügen uns die. Die machen uns glauben, dass eine Pflicht von außen kommt. Wer Pflicht? Und dass ein Recht was Gutes ist. Ja, und beides stimmt nicht. Die Pflicht kommt von innen. Und das Recht, was von außen käme, das habe ich schon. Und das heißt Anspruch. Das heißt, ich lebe in einem Anspruchssystem. Nicht in einem Rechtssystem. Jedes Recht, das schreibe ich noch in einem Geschäft. Jedes Recht beleidigt unsere Souveränität, liebe Leute. Rechte beleidigen uns. Weil sie von außen kommen. Menschenrechte beleidigen uns. Die Menschenrechte, die tun so, als kriegt man was, was wir eigentlich schon lange haben. Und das sind keine Rechte, sondern Ansprüche. Der Mensch ist nicht seine Person. Das steht da auch drin, in dem Paragraph 16. Da steht nämlich drinnen, jeder Mensch hat Rechte, ist deshalb als Person zu betrachten. Zu betrachten. Ich konnte jeden von euch als Händel betrachten. Oder Schafe.
Schafe passt natürlich gut ins Korn. Aber jetzt, was da passiert? Da war ich schon mehr erleben. Wölfe. Ja. Ich werde demnächst einmal ein YouTube-Video posten, so eine kleine Aussprache holen mit einem Österreich-Fahndl drauf und sagen, es ist die Aussprache zur Nation und nur Mäh! Ob da irgendwelche Unternehmen rennen lassen, was das heißt? Keine Börsenkurse. Der Mensch ist nicht seine Person. Und das ist der Artikel 16 da, Paragraph 16 beweist uns das. Wie gesagt, wir können uns gegenseitig als alles Mögliche betrachten. Das heißt, man lernt nicht, dass wir das sind. Person, das steckt da im Namen drin, das wisst ihr sicher alle schon. Personare, lateinisch, italienisch, durch oder für klingen. Maske. Personare. Person ist die Abkürzung von personare. Da kommt das ist der Wortstamm. Son, le son. Der Klang auf Französisch. Der Ton. Ist ein Ton. Sonate. Das ist immer dasselbe Wortstamm. Der Mensch klingt durch die Person. Raison. Die Raison ist auch nichts anderes als der Rückklang. Der Gleichklang, der Einklang. Reden Sie über unsere Sprache noch. Das ist so wichtig. Letztens zum Beispiel, kurze Ausschweifung wieder in die Sprache. Passport. Was heißt eigentlich Passport? Unser Reisepass. Was heißt das? Passport. Wir passieren an Hafen. Das heißt genau dasselbe wie zum Beispiel Transport. Transport heißt aber nur um den Hafen. Passport heißt durch den Hafen. Oder zum Beispiel Report heißt zurück zum Hafen. Ein Reporter, was tut der? Der berichtet zurück in seinen Heimathafen. Das ist ein Report. Der Pass, Export, Import. Das ist immer derselbe Hafen. Und der Passport lässt uns einfach durch den Hafen durchgehen. Erfindung der Menschheit und deswegen muss das System als Erfindung der Menschheit dienen. Und das tut es nicht. Deswegen stehe ich da. Wir müssen beide erfinden. Das habe ich ja vorher gesagt. Bitte nur mal nachdenken drüber. Es geht einfach um die Hierarchie. Wenn man sagt, ganz oben ist die Schöpfung, was man immer unter Schöpfung verstehen mag. Gott, Allah, Heidi, völlig wurscht, wie man es nennt. Heidi ist mir am liebsten. Heidi ist ganz oben. Heidi hat alles gemacht. Heidi kann auch schaukeln auf Wolken und so, oder? Deswegen Heidi. Heidi ist ganz oben, Schöpfung. Danach kommt alles, was ist. Jeder Planet, bis zu jedem Käfer, Sternschnuppen, das ist alles ex aequo zweiter. Ja, Schöpfung. Und der Mensch als Lebewesen, der Schöpfung, macht eine Gesellschaft miteinander. Die Gesellschaft überlegt sich ein System miteinander. Und das System erfindet einen juristischen Status einer Person. Und das System macht jetzt die Person so auf wie auf den Menschen. Und der Mensch glaubt, er ist seine Person. Und glaubt jetzt, dass er seiner eigenen Schöpfung gehorchen muss. Aber dabei muss die Person dem System gehorchen, das System der Gesellschaft gehorchen und die Gesellschaft der Menschheit gehorchen. So einfach ist das. Weil die Menschheit Heidi gehorchen muss. Jetzt geht's los. Ich gehe kurz darauf ein. Es ist eine Folie, da müssen wir jetzt kurz über das Meldegesetz reden. Ich tue es auch, ganz kurz, weil es einfach wichtig ist. Ich bin irgendwann draufgekommen, deswegen war ich beim Verfassungsdienst in Oberösterreich, weil ich wissen wollte, wo ist der Punkt, wo der Mensch freiwillig in die Gerichtsbarkeit einsteigt. Weil wir haben ja gelernt, dass Sklaverei und Leibeigenschaft verboten ist. Vom System selbst für sich verboten. Sie dürfen uns nicht versklaven. Sie tun es aber. Und daher muss es freiwillig sein. Und zwar freiwillig im Sinne dessen, dass die Person ja folgen muss. Die Person als Geschöpf des Systems muss dem System und seinen Statuten gehorchen. Daher kann man eine Person niemals versklaven. Weil die Person ist nur Sklave. Nämlich Sklave vom System. Der Mensch, wenn er seine Person ist,
fühlt sich als Sklave und regt sie auf, weil er nicht weiß, dass er freiwillig in seiner Person steht. Und ich wollte wissen, wo ist der Punkt, wo ich freiwillig so tue, dass ihr glaubt, ich bin meine Person? Sagt es mir. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Und ich bin dann über Deutschland draufgekommen, weil im Deutschen gibt es einen Ausdruck, der heißt freiwillige Gerichtsbarkeit. Das habe ich ihm auch gefragt. Ich wollte wissen, wessen freier Wille ist da gemeint? Meiner oder Eicherer? Freiwillige Gerichtsbarkeit. Dass ich mich sozusagen freiwillig an der Gerichtsbarkeit unterordne und sage, ja, ich traue, ich kann das nicht, macht ihr das. Freiwillig, ohne dass es einen Konflikt gibt. Und die freiwillige Gerichtsbarkeit sind zum Beispiel Familienangelegenheiten, Pflegschaftssachen, Grundbuchsachen, Registersachen. Das ist alles freiwillige Gerichtsbarkeit in Deutschland. Also wenn man in der Familie keinen Streit hat und der Richter irgendwas entscheidet, dann ist die Frage, wessen freier Wille macht es möglich? Der Streit, der freie Wille in der Familie oder der freie Wille im System? Und es kann nur der freie Wille in der Familie sein, im Mensch. Wir müssen irgendwo freiwillig da einsteigen und wissen nicht wo. Und fündig geworden bin ich eben über dieses freiwillige Gerichtsbarkeit in Deutschland. Ich habe gefragt, wessen freier Wille? Er hat gesagt, kennt er nicht, gibt es bei uns nicht. Freiwillige Gerichtsbarkeit gibt es in Österreich nicht. Ich habe gedacht, komisch, aber es gibt doch Familiensachen, Grundbuchsachen, Registersachen. Hat er gesagt, ah, das heißt bei uns außer Streitverfahren. Außer Streitverfahren. Freiwillige Gerichtsbarkeit. Außer Streit, also es gibt keinen Streit und irgendwer tut was, es kann nur freiwillig sein. Es ist genau das Gleiche, es heißt nur anders. Und die freiwillige Gerichtsbarkeit in Deutschland, außer Streitverfahren in Österreich, da fällt drunter Registersachen. Und das größte, wichtigste Register im Land ist was? Das zentrale Melderegister. Ein Geburtenregister. Das zentrale Melderegister. ZML. Und im Meldegesetz bin ich fündig geworden. Da ist nämlich drinnen gestanden, wenn der Mensch Unterkunft nimmt, dann ist das zu melden. Zu melden sind die personenbezogenen Daten, die da sind. Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Adresse. Nicht zu den personenbezogenen Daten gehört die Unterschrift. Das steht in unserem Meldegesetz drin. Der Mensch nimmt Unterkunft, er muss seine personenbezogenen Daten bekennen und unterschreiben. Damit steigt der Mensch offensichtlich durchs Meldegesetz, weil er den Meldezettel ausfüllt, freiwillig in die Gerichtsbarkeit ein und weiß gar nicht, dass hinter ihm in dem Moment die ganze statutarische Falle zukommen ist und gesagt, so, du bist also Person, passt, her mit dir. Du musst den, zahlen. Das ist mein Verständnis zur Zeit, wie das geht, dass wir offensichtlich freiwillig da drinnen sind. Das kann nur freiwillig sein. Aber du musst dir ja melden. Du musst dir ja anmelden. Genau. Weil, wenn der Mensch Unterkunft nimmt, ist das zu melden. Jetzt ist die Frage, was ist eine Unterkunft? Unterkunft ist eindeutig definiert im Meldegesetz. Und zwar so, dass es heißt, Unterkünfte sind Räume zum Wohnen und Schlafen. Womit wir zur Mathematik kommen. Unterkünfte sind Räume zum Wohnen und Schlafen. War das eine geile Kostbarkeit? Ich habe da was vorbereitet, kommt ja so. Unterkünfte sind Räume zum Wohnen und Schlafen. Heißt das auf Deutsch? Bitte alle mitdenken und mir die Antwort sagen. Heißt das auf Deutsch? Wenn Unterkünfte Räume zum Wohnen und Schlafen sind, dass Räume, alle Räume zum Wohnen und Schlafen automatisch Unterkünfte sind? Nein. Definitiv nein. Okay, angenommen, du hast nur nichts gesagt. Okay, ich gehe dabei los. Okay. Also, man glaubt aufgrund seiner Ausbildung, dass das eine Gleichung ist. Und das muss in beide Richtungen so sein. Und so versteht es auch jeder. Wir glauben alle, laut Meldegesetz, wenn wir Räume zum Wohnen und Schlafen sehen, das ist ein Unterkunft, was müssen wir melden. Allerdings, die Gegengleichung ist die: Bananen. Ist gleich Obst, das ist gelb und das kann man essen. Bingo. Das heißt nicht, dass jedes gelbe Obst, was man essen kann, automatisch Bananen sind. Obwohl das da steht.
Und genauso muss man das Mördergesetz zerlegen. Räume zum Wohnen und Schlafen, das kann alles sein, aber nicht eine Unterkunft. Nur weil wir glauben, dass es eine Unterkunft ist, gehen wir hier und sagen, wir müssen das melden. Nein, wir sagen einfach eine Banane, wir sagen Grapefruit und sagen, Mördergesetz, was ist das? Und passiert nicht alles auf der Augen. Natürlich. Wir sind alle obrigkeitshörig, wenn wir 8 Jahre in Schicksal sind. Genau. Verstehst du? Was heißt das? Was heißt die Gleichung? Banane ist gleich. Schau her, ich hab's einfach so gemacht. Ich hab gesagt, wir erfinden ein neues Wort und nennen es Unterkunft. Unterkunft. Denkt einmal nach, von wo komme ich denn eigentlich unter was? Bei dem Wort Unterkunft. Was heißt das Wort? Was tut das mit mir? Unterkommen. Schutz oder Dings oder Haft, Wohnhaft, irgendwas. Ja, das ist Unterkünfte als neues Wort und ich nehme einen Sammelbegriff mit 2 Eigenschaften. Und ich habe da wieder ein neues Wort, Banane, ich nehme einen Sammelbegriff mit 2 Eigenschaften. Das ist genau dasselbe. Nicht jeder Raum zum Wohnen und Schlafen ist eine Unterkunft. Und daher muss man es auch nicht so nennen. Und auch sich vor allem nicht mehr. Man konnte das an der Welt starten und sagen, jeder Morgen aufs Mödi auf und sich einfach abmelden. Nein, das wäre gut. Ja, es geht nicht, wenn man Mieter ist, weil der Vermieter muss das leider unterschreiben. Das haben wir schon wieder. Ja, hast nur Probleme, nur Stress, Trabels und so weiter. Und du kannst da eigentlich keine Post mehr kriegen. Du kannst nicht einmal mehr einen Brief kriegen. Ja, also das kann nicht der Weg sein. Wir müssen nur wissen, dass das offensichtlich der Punkt ist, wo der Mensch freiwillig in die Gerichtsbarkeit steigt. Jetzt brauchen wir nur hergehen und sagen, liebe Leute, die Freiwilligkeit ist gekündigt. Ich weiß Bescheid, es ist nicht mehr freiwillig. Und alles, was da passiert, betrifft mich nicht mehr. Weil mein freier Wille nicht mehr da ist. Ich habe es mir betrogen, ich mache nicht mehr mit. Das ist total legitim. Kurz zum Geld, das hat der Jean super erklärt. Was ist Geld? Du hast vorher gesagt, das sind wir sind der Wert. Aber es ist, ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen, es ist unsere Zeit der Wert. Nicht wir. Ja, ob wir jetzt daheim liegen oder nicht, was ist der Wert? Unsere Lebenszeit ist der Wert. Und zwar deswegen, weil jegliches Geld, wenn es entsteht, ausschließlich eine versprochene Zurückzahlung ist. Ja? Ich muss einhaken, das ist beides richtig. Was ich meine, ist, der ursprüngliche Wert sind wir, weil wir hier nur Wert geben. Weil es wir auch bewerten. Genau. Ja, klar. Genau. Auf was ich aussehe, ist Folgendes, dass es keine wertvollen Rohstoffe gibt auf dem Planeten. Weil jeglicher Wert im Rohstoff, der ursprünglich ja gratis war, wir finden das ja alles nur auf dem Planeten. Wir finden das, nehmen es uns, weil es gratis ist, und stecken unsere Zeit ein. Oder stecken schon vorher unsere Zeit ein, wenn wir irgendwelche Pflanzen betreuen und so. Aber der Rohstoff selber ist gratis, weil die Natur kann das von sich aus. Das passiert einfach. In den Standard liegt schon da und das Gold ist schon da. Oder wir verwandeln dann irgendwelche an. Aber wir finden Rohstoffe, die gratis sind. Und unsere Zeit macht den Wert daraus. Die Arbeitszeit, die da drin steckt, der Aufwand, der da drin steckt, ist alles unsere Zeit. Und da wir nicht mehr die Kontrolle haben über unser Geld, weil die Kontrolle über das Geld ja in private Hände liegt, brauchen wir uns nicht mehr wundern, dass wir keine Zeit mehr haben. Weil wir nicht mehr die Kontrolle über unsere Zeit haben. Weil unser Geld unsere Zeit ist. So versteht man das. Wir leben auf einem Planeten der globalen Zeitverschiebung. Deswegen, weil die ganze Zeit Gelder rund um den Planeten verschoben werden, die unsere Zeit repräsentieren. Und wenn wir zum Beispiel die Chinesen irgendeinen Müll abkaufen, der deswegen produziert wird, weil wir Zinsen am Geld haben, aus keinem anderen Grund, wird nur Scheißdreck produziert. Wir kaufen das denen ab, ein billiges Geld. Wir haben den Müll, sie haben das Geld, heißt auf Deutsch, sie haben die Zeit und wir haben keine Zeit. Wir haben den Müll und kein Geld. Genau, scheiße. Bitte? Ja, das liegt am Lohnniveau. Das liegt am Lohnniveau. Das wird schon ausgeglichen, ne? Dass die natürlich viel weniger rauskriegen und damit die ganze. Die Chinesen spielen ja komplett. Die hackeln, es ist so, meine Freundin war gerade in China einen Monat, also vor einem Dreivierteljahr. Und die Chinesen, Ein-Kind-Politik, das heißt, da finden sie auf irgendwelche Märkte Leute mit Fotos für ihre Kinder und sagen, oh, schaust du, heiraten wir unsere Kinder zusammen, dann heiraten die und dann zieht die ganze Familie zusammen in eine neue Wohnung.
Es sind wohnen dann 12 Leute zu einem Apartment in irgendeinem Stock und müssen alle zusammenarbeiten, dass das irgendwie finanzierbar ist. Und nach 40 Jahren fällt die Wohnung automatisch wieder an den Staat zurück. Das heißt, die Generationen hackeln die ganze Zeit nur, dass irgendwie sich das ausgeht. Die arbeiten durch, die haben 2 Tage Urlaub im Monat, also 2 Tage frei, 28 Tage durch und haben 5000 Schriftzeichen. Die Chinesen, ich würde damit sagen, die Chinesen werden uns nicht helfen. Auf die können wir nicht bauen, die sind sehr beschäftigt, die haben irgendwas im Wasser wahrscheinlich auch, die sehen ganz auf die Sonne, die haben ganz andere Probleme als wir. Zinsen sind nicht gehalten, müssen bezahlt werden. Das hat hoffentlich jeder verstanden. Ich muss da ein bisschen durchhetzen jetzt. Dass wir uns von einem Monopol Geld ausleichen und das Monopol nur von jedem, der sich Geld ausleicht, mehr zurück, als er sich ausgeben wird. Das kann sich nie ausgeben. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man leicht sie nur mehr aus, man muss dann nur mehr zahlen, oder Plan B, was jeder tut, man nimmt irgendwen weg, der schon Geld hat. Und das passiert im Kleinen wie im Großen. Jeder spielt gegen jeden das Spiel der Zinsen. Lösung ist Ehrenfreiung, wie schon gesagt. Geldschöpfung zurück in die öffentliche Hand. Nichts private Leid und so. Das muss unser Geld sein. Am besten zinsfreies Fließgeld und der Rest sind wir. Vergessen wir, dass es Angst und Schuld gibt, weil das sind Illusionen. Verlassen wir uns darauf, dass jetzt Liebe ist. Jetzt das ist, was alles kann. Sonst war ja nichts. Und wir haben das Potenzial, dass wir in jeder Sekunde unsere eigene Realität erschaffen. Weil das Potenzial vom Universum, das kann. Okay. Wenn man so will, ich vergleiche das gerne mit einem Kino. Ein Kino braucht 3 Sachen. Eine Leinwand, einen Film und einen Projektor. Wir haben es da eigentlich eh gleich. Die Leinwand ist immer dieselbe. Macht auch nichts, nennen wir die Leinwand Planet oder Raum, egal. Der Film spielt eine große Rolle, weil wir sind der Film. Die Frage ist nur, wer ist der Projektor? Und der Projektor im Kino hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich weißes Licht. Weißes Licht. Und in dem weißen Licht ist jede mögliche, jemals erdenkliche Projektion jetzt schon enthalten. Das ist Potenzial. Kleines Kino. Jetzt machen wir ein großes Kino. Potenzial im Universum. Raum ist die Leinwand, der Film ist an mir und das Potenzial ist einfach da. Die Belichtung, die unlebendig macht. Das Potenzial. Und da ist jede erdenkliche, mögliche oder unmögliche Möglichkeit jetzt schon drin. Wir brauchen es nur länger und dann tun. Potenzial, es geht alles, alles. So wie es keinen Film gibt, den es nicht geben kann, man braucht nur machen. Das ist Potenzial. Von dem rede ich da. Liebe, Verantwortung und die richtige Absicht, die hehre Absicht, die macht es aus im Endeffekt. Aber das hat eh jeder mit sich selber zu kämpfen, das nennt man Karma. Das ist gestrichen seit 2013. Von oben. Gratuliere. Erst glaubt es eh. Wir kommen zum Ende. Das ist ein neuer Ansatz, die Dinge zu sehen, und ich möchte euch herzlich einladen, es zumindest zu versuchen. Rechte beleidigen uns, weil sie so tun, als würden wir was bekommen, was wir eigentlich schon längst haben. Und wenn einer zu euch sagt, ihr habt ein Recht, dann sagt ihr einfach, na danke. Ich habe einen Anspruch. Das ist nichts anderes. Nennen wir es einfach Anspruch. Mhm. Aber es kommt von woanders. Die Quelle ist anders. Mhm. Und damit ist die Autorität wieder hergekriegt. Mhm. Weil die Quelle von der Staatsgewalt sind ja auch wir. Und was vorher irgendwie ist mir eingefallen, das hast du gesagt, oder der Horst noch, dieses Selbstbewusstsein, was wir nicht haben, der Selbstwert. Es wird uns seit wir klein sind eingeredet, man darf nicht Selbstwert haben. Das gehört sich nicht. Man ist ein Schaf von der Herde außer. Und Selbstbewusstsein ist fast frivol. Ja, wer ist er denn? Was hat er denn? Ja, aber da müssen wir hin. Wir sind göttliche Wesen, die alle
unique sind. Jeder von uns kann nur sich selber am allerbesten sein. Also ich kenne keinen, der an mich sein kommt. So gut vor allem. Ja? Ich bin der Einzige, der das kann. Und ich bin da. Und jeder von euch ist genau dasselbe. Auf seine Art und Weise. Das, was uns anschaut gegenseitig, aus unseren Augen, ist genau dasselbe. Wir schauen uns aus der gleichen Quelle aus an. Das Bewusstsein da, wo es nicht mehr heller, wo schwarz wird, ne? Das schwarze Loch im Gesicht, zwei davon haben. Zwei schwarze Löcher im Gesicht, da kommt kein Licht mehr zurück. Da geht es ins Universum ein, wenn man so will. Da sind wir alle verbunden miteinander. Und da sollte man wieder hinkommen. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte, bleich, weil ich nicht arm wärst und nicht reich. Und recht hat er gehabt, der Bertel Brecht. Es ist nur eine Frage der Verteilung, wie gesagt. Geld gibt es nicht. Es gibt ja keine internationalen Geldgeber. Lass euch das ja nicht einreden. Weil die Frage ist, wie viel Geld ist noch da? Wenn es Geldgeber gibt, müsste ja irgendwo eine Reservekasse sein. Ja? Gibt es nicht. Gibt's nicht. Die ganze Welt hat für sie wie viele Billionen Dollar Schulden. Die Frage ist, bei wem? Bei uns gegenseitig oder bei einem Vertrag? Haben wir nur Schulden, weil es Verträge gibt? Oder gibt es richtige Schulden? Wo ist das ganze Geld? Es ist alles nur Papier. Nur ein riesengroßes Märchenbuch. Weil wir daran glauben. Und die Frage muss man stellen, wie erwachsen sind wir eigentlich? Ja? Mami und Daddy? Oder jetzt sind wir erwachsen und wir richten uns unsere Welt selber her. Eigenverantwortlich, in Liebe und Respekt, weil wir alle dasselbe sind. Wenn man gegen irgendwen ist, hat man ein Problem mit sich. Ja. So einfach ist das. Wir haben eine ganz persönliche Frage. Bitte sehr. Bei der Erfreiung, ist du, ja, Sie haben ja drei Kinder, haben Sie gesagt, oder? Nein, der Fehler ist, dass du sagen musst. Okay, dann tue ich das. Ja. Du hast es gesagt, jetzt, nachdem du das ja, nachdem du keine Antwort bekommen hast, hat man dir vielleicht Kindergeld oder sowas gestrichen? Hat man dir irgendwelche Kürzungen gemacht? Nein, das konkret noch nicht. Wobei ich seit anderthalb Jahren auch keine Steuern mehr zahle. Ich habe aufgehört, auf meine Zeit Steuern zu bezahlen. Aber ich zahle Steuern, wenn ich konsumiere und so weiter, ja. Aber das Finanzamt gibt von mir keine Unterlagen mehr, gar nichts. Der Anspruch liegt ja nicht bei mir, Kindergeld, sondern liegt eigentlich bei meiner Frau und eigentlich bei den Kindern. Die Personen von den Kindern haben den Anspruch aufs Kindergeld. Kind, ja. Und deswegen fahre ich da nicht ein. So hat nichts mit mir zu tun. Das Kind ist auf der Welt und die Situation erzeugt den Anspruch auf das Kindergeld. Das Recht, muss man sagen. Das heißt auch, wenn Kind studiert, also das hat das Recht an Abwendung. Natürlich, natürlich nicht. Alle unsere Kinder haben jeder eine eigene Person. Und damit hat jede eigene Person die eigenen selben bürgerlichen Rechte. Ja. Jeder das heißt, gleich. Dann würde nichts passieren. Also, weil wenn man sowas macht, würde dann nichts passieren. Gar nichts. Außer meine Kinder fangen an und sagen, wisst ihr was? Ja. Freeman ist geil, ich bin jetzt Free Girl. Oder so. Okay, drei Kinder, Mädels, drei Mädels. Genau. Also, schauen wir mal, was passiert. In meinem konkreten Fall ist es so, dass die Unicredit und die Hypo-Landesbank Oberösterreich vorigen Montag, also vor drei Tagen, mein Haus versteigern wollten. Ja, weil sie alle wahnsinnig sind. Weil sie nicht akzeptieren wollten, dass ich Recht habe, wenn ich sage, Recht habe. Nein, ich habe das Recht nicht. Dass es stimmt, wenn ich sage, liebe Leute, ihr habt zwar niemals was gekriegt. Achso, okay, mit OPPT, ne? Naja, mit dem Betrug der Banken, mit dem Giralgeld. Das ist auch nicht OPPT, das ist nur ein anderes Werkzeug. Ich mache das direkt, ich kann das selber schreiben, ich brauche das Formular nicht. Ich sage, liebe Leute, ich habe ja nicht einmal einen Schaden, wenn ich nichts mehr zahle, weil ich habe nie was gekriegt für euch. Frage, wenn ihr was verleichen könnt, was gar nicht habt, warum wollt ihr das zurück? Erste Frage. Zweite Frage, warum wollt ihr mehr zurück, als ihr nie gehabt habt? Dritte Frage, habt ihr jemals ein Risiko gehabt? Vierte Frage, warum brauchen wir dann Hürden? Fünfte Frage, warum brauchen wir dann eine Sicherheit? Und ich habe mit meinem Schreiben alle Bürgen entlassen und alle Sicherheiten fertiggestellt. Ich habe jetzt gar nichts mehr, außer ihr beweist, wenn ihr einen Schaden habt. Schaden wird natürlich bezahlt, ich will nicht irgendeinen Schaden. Und die Banken sind mir seit anderthalb Jahren schuldig, wo der Schaden ist, der entstünde, wenn ich nichts mehr zahle. Weil ich gesagt habe, liebe Leute, ich möchte alles bezahlen, vorausgesetzt, es entsteht ein Schaden, wenn ich gar nichts mehr zahle. Das war die Aussage von meinem Brief. Das heißt, ich möchte niemanden betrügen oder sonst irgendwas. Ich will alles bezahlen. Aber nur dann, wenn es einen Schaden gibt, kann ich nichts mehr zahlen. Und sie kommen mir mit keinen Beweisen, wie viel habe ich eigentlich schon zahlt, die man nicht sagen,
was für Schaden entsteht, wenn ich nichts mehr zurückgehe, dass man nicht sagt, nein, sie exekutieren beinhart weiter. Nicht einmal der Richter versteht, was ich sage, die weisen meine Schriftstücke teilweise zurück wegen nicht zu ordnungsgemäßen geschäftlichen Bearbeitungen geeignet oder so. Ja. 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 Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Also ich das ist kostenlos, ne? Der Einsatz ist mein Haus, dass alle Leute das wissen. Ja. Und das nächste, was ich tue, ist, ich zeige es an die Unikredit, wegen Betrug. Eigentlich müssen wir den Richter anzeigen, wegen Beihilfe. Ja. Und. Ich habe ja das ja alles schon geschrieben und die verstehen das offensichtlich nicht. Oder sie ignorieren es. Ich glaube, er ist ignorant, weil arrogant. Und das muss sie aufhören, weil die Arroganz ist zwar schön in der Familie, aber nicht, wenn es um uns alle gemeinsam und um den Planeten und um unsere Zukunft geht. Und dann müssen wir diese Eitelkeiten, diese Ego-Spiele wegtun und uns vernünftig hinsetzen und sagen, wir müssen jetzt aufhören. Wo ist der Schaden, wenn wir nicht mehr so weiter tun? Den Schaden müssen wir regulieren, das ist klar. Aber wenn kein Schaden entsteht, wieso soll ich so weiter tun? Also ich soll nicht hier mal in Frage transportieren? Das wollte ich schon zweimal tun. Und die Fremdpunkte nicht böse oder irgendwas? Ja, ich habe zwei Sachen heute schon sofort hinter mir. Wow. Ja, das erste hat der Exekutor gestartet, weil ich eine Rechnung geschickt habe über 5000 Euro, nachdem er bei mir war. Und das zweite war das Finanzamt. Okay. Weil das Finanzamt auch der Meinung ist, der Geist springt. Aber. Recht. So, jetzt haben wir. Ihr Recht zu einer. Ich habe da eine Stunde mit dem Richter geredet, der hat mich zuerst besucht und Dings und hinterher, das hat ewig gedauert. Dann war ich bei ihm und habe ihm gesagt, dass ich nicht als mehr Person da bin, sondern als Kreditor der Republik und dass ich eben Mensch bin und alle diese Dinge. Da haben wir eine Stunde hin und her geredet und am Schluss hat er gesagt, das was ich da sage, das findet er intellektuell sehr reizvoll. Und er schaut sich das mit Interesse weiter an und das Verfahren ist eingestellt. Das ist der Status von mir, das war mein Glück, weil ich reden kann, weil ich es erklären kann. Und weil ich mir es nicht gefallen lasse. Weil ich einfach felsenfest in dem Bewusstsein stehe. Was soll ich dir vorstellen? Ne? Sie können mich verhaften, sie können mich prügeln, sie können mich foltern, sie können mich umbringen. Es wird nichts an der Echtheit und Wahrheit ändern. Und ich bin bereit dafür. Ja? Und deswegen gehe ich den Weg und ich sage euch die Erfahrungen. Und im Endeffekt kommt es auf das raus, und damit komme ich zu meinem Schluss. Der Freeman verzichtet auf sämtliche Rechte und ist damit nimmer laut § 16 ABGB als Person zu betrachten. Und das wird wohl jeder Polizist und jeder, keine Ahnung wer, verstehen. Dass man einfach, wir müssen den Menschen, also wer bereit ist dafür für euch, wir müssen den Menschen klar machen, dass wir nicht Träger von Rechten sind. Macht sich damit vertraut. Wie war es in einer Welt ohne Rechte? Das ist die Lösung. Das ist meine Lösung. Es ist eine sehr reale Lösung, ich lebe seit anderthalb Jahren. Und würde das jeder machen, hätten wir in 3 Sekunden Weltfrieden. Und dann noch ein paar freie Energiekasteln am Markt. Ich habe gesagt, wenn so eine Maschine, was kostet 5000 Euro? Sagen wir so ein Kastel mit 5 kW oder? V120. Ja. VB. Ich bin dafür, dass wir einfach kollektiv beschließen, am besten so in der Fischerheinze aufstehen und sagen, jeder Österreicher kriegt da so ein Kastel, auf Stadtschulden ist eh klar, und am Tag drauf, löschen wir alle Schulden. Ja. Und wir erklären Zinsen für die Vergangenheit, ist doch völlig wurscht, das ist unsere Zeit. Unsere Staatsschulden ist versprochene Arbeitszeit für uns. Und wir können uns gegenseitig versprechen, wir versprechen uns jeder nur 5000 Euro, weil es eh Illusion ist. Wir können jetzt unsere Reise sammeln auf Staatsschulden. Das ist die nächste Idee, Brüssel. Europa, das ist eine Idee, das steht in der Kultur. Ich war heute beim Thalia in Linz und habe noch zwei so Bücher gekauft für euch, also wenn es irgendwer mag. Ich habe es da hinten mitgebracht. Kodex, allgemeines bürgerliches Recht, juristisches Wörterbuch. Man, wer sich darauf interessiert, das ist schon eine geile Lektüre, dass man ein bisschen durchblickt, wie das da gestrickt ist. Das ist das Lösungsheft, wenn man so will. Ich habe in der Hand gehabt, das Europarecht. Das ist so ein schwarzen Buch mit lauter Plätzchen-Text drin, so wie da. 9-Punkt-Schrift oder so. Das ist nur Illusion. Das ist eine Fantasie in einem Buch, das heißt Märchenbuch Europa, und wenn ich es zumache, gibt es es nicht mehr. Und das bitte soll in jedem von euch da drinnen sein. Die Schrift wird absolut überbewertet. Schrift ist Illusion, es kommt aus irgendeinem Hirn. Aus irgendeinem Hirn kommt es. Glauben damals deswegen, weil uns irgendwie eingetaut, dass der Moses mit irgendwelchen Schriften von Gott den Berg runtergekommen ist. Gott kann schreiben.
Und wir glauben an die Schrift, wie wenn sie göttlich war. Die heilige Bibel, bla 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 bla. Schrift ist eine völlige Illusion aus irgendwelchen Hirnen, die im Auftrag von irgendwem oder in Absicht für irgendwas, irgendwas hingeschrieben haben. Märchen. Wie Märchen. Du. Na, die erste Rate wäre schon zu viel gewesen. Ich habe 20 Jahre lang mein Häusl zurückgezahlt jetzt. Also ich habe bei weitem viel mehr gezahlt, als ich jemals angeblich gekriegt habe. Ja, aber es ist immer noch was offen, weil ich habe einmal einen Fremdwährungskredit gehabt in Franken und habe 1 Million Schilling verloren beim Zurückswappen. Und deswegen war immer noch was offen. Aber die erste Kreditrate war schon zu viel, was ich gezahlt habe, weil ich habe niemals Geld von der Bank gekriegt. Es ist kein Zurückbezahlen, was wir machen. Es ist ein Abzahlen eines Versprechens. Das Haus ist ja trotzdem im Auto. Natürlich. Natürlich. Ich habe das Geld auch ausgegeben. Aber es war niemals das Geld von der Bank. Sondern das Geld ist entstanden, weil ich bereit war, aufgrund meiner Informationen, die ich gehabt habe, ein Zahlungsversprechen in die Zukunft zu leisten. Und diese Informationen, die ich gehabt habe, dass ich zu der Unterschrift bereit war, die waren auf Vorspiegelung falscher Tatsachen aufgebaut. Weil ich ja geglaubt habe, dass mir die Bank ein Geld leicht von irgendwem. Und der Richter glaubt es bis heute. Die Richter wissen nichts von Chiralgeld. Wir ändern das jetzt. Wir ändern es jetzt, die müssen es wissen. Weil der Richter glaubt in seiner Richterarbeit tatsächlich, dass wir fremdes Geld nicht zurückbezahlen. Es ist unser Geld. Das Geld wird eingebucht, deswegen werden wir unterschreiben und ein Versprechen in die Zukunft leisten, so und so viel Zeit im Monat für die Bank zu arbeiten. Deswegen, weil die Bank eine Lizenz hat, die ihr erlaubt, Geld zu schöpfen. Die Frage ist, wer hat dir die Lizenz gegeben? Wenn das eine öffentliche Lizenz ist, geht es zurück auf uns. Wie blöd kann man sein? Das ist alles freiwillig. Und wir müssen es einfach verstehen, dass wir es sind. Die Menschheit wartet auf den Befreier und wir müssen wissen, dass wir es sind, auf die wir so lange gewartet haben. Wir selbst sind es. Guten Morgen. Morgen. Ich danke, das möchte ich noch schnell anbringen, weil gerade noch alle da sitzen. Der Austritt ist das Gegenteil vom Eintritt und liegt jetzt bei euch und euch am Karma, wie viel ihr in euren Herzen empfindet, dass unser Dreier-Triumvirat geile Arbeit wert sein kommt für euch, weil es mir wurscht ist. Ich bin gern da, aber jeder von uns, das wissen wir alle, braucht ein wenig Dings, Energieausgleich zum Essen kaufen und tanken. Ich bitte euch um euren Energiebeitrag dahin zum Bücher. Wer mag, der kann sich hinten schauen, was das Bücher kostet und tut einfach pro Bücher, die er sich nimmt, 5 Euro dazu für mich, für die Spesen, dass ich hinfahre und die Bücher mitnehme und haut es in die Kisten drin rein. Jeder ist erwachsen, der glaubt, der muss nicht und das Buch so ist eh sein Karma. Ich weiß, dass das funktioniert. Danke, dass du da schauen kannst. Genau, das silberne Körperl, das ist Austrittskörperl. Lass dich nicht loben, eine Minute Tausender. Das ist eh nur Illusion. Bevor ihr alle aufsteht, würde ich mir noch gerne diejenigen, die uns die alle seid, bei uns einladen. Genau. Der Horst, Joni, auch für etwaige Fragen, die sich aus dem Ganzen stellen oder gestellt haben, oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, auch gerne bereit sind, wenn wir es können, Antworten zu geben. Und deshalb würde ich fast für die Nummer bitten, vielleicht kommst du noch mit uns sehen. Ja. Die Menschen nicht sehen können. Und wir konnten schon eine kleine Lockerungspause machen. Ja, sehr gerne. Weil wir haben gestern ein neues Lidl rausgebracht. Ja, genau. Da schauen die. Und dieses Lidl heißt, so wie wir alle, Welcome to Freedom. Und dieses Lidl haben wir heute in der Früh, heute auf YouTube gepostet. Und wir würden euch gerne vorspielen von uns. Ja. Schauen wir mal, wie das aussieht, aber es ist eigentlich schon an der Box. Ich bin an der Box. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Okay. Jawohl. 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 Pop, 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 pop. Und hört's gut auf den Text, bitte. Thank you.
Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehrt vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Und stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir's einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Ja, und die Welt als eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't. Welcome to freedom.